Der Wind wiegt sich sanft in den Gräsern und die Sonne beginnt langsam unterzugehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Yonder the Cloudcatcher Chronicles, Silvarius Play natürlich. Und wir waren beim letzten Mal hier durch die, beim Schlauchi-McListig, genau. Die Namen sind auch ein Highlight, muss ich sagen. So, jetzt klopfen wir uns hier noch ein paar Steine. Sehr schön. Und... wir müssen den Hof reparieren, aber wir haben ja noch andere Aufgaben, ne? Und zwar öffnen wir das Ostdock neu. Das machen wir als erstes mal, weil das ist ja hier gleich in der Nähe. So, mache ich gleich mal als erstes hier Ostdock heile machen. So, ich mir hier noch ein bisschen hacken. Hacke Spitze. Hopp. Hacke Spitze. So. Erinnert sich noch an den Tanzunterricht in der Schule. Schrecklich. So. Und ich muss die Uhr noch starten, nicht Doofkopf. Fucking Doofkopf. So. Auch nochmal geflucht hier. So, hier. Nimm dies Stein. Ist keine Chance gegen mich. So, dann begeben wir uns mal zum Ostdock. Was wir bei Marina abgeben müssen. Die ist da drüben. Oder? Ist das Marina? Bist du Marina? Hallo? Marina, jawohl. Oh. Ah. Und das dahin und das da. Ah, hallo. Oh. Na hallo. Du hast alles, was ich hierfür brauche. Sehr gut. Mit Treibholz und Muscheln hätte ich es niemals fertig bekommen. Ich werde nur fertig sein und der Handel in Fairmont wird wieder florieren. Eröffne das Ostdock neu. Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar. Das Ostdock ist gerettet. Dank uns. Und da leuchtet was. Alles läuft gut. Und Fairmont kann wieder handeln. Ich wette, Meister Loaf ist zufrieden. Mhm. Ja. Wie sollen die Leute auf hoher See ohne Wanderer hin am Himmel je wieder heimfinden? Wanderer hin am Himmel? Bist du betrunken? Was meint denn der damit? Oh, komisch. Was ist das denn? Da leuchtet was. Hallo. Was ist das für ein seltsames Leer? Da frage ich mich auch. Da drin war ich total öde. Wie auch immer. Lass uns abhauen. Versteck mich in deinem Rucksack. Okay. Wie bist du denn? Hallo, Rufus. Hm. Ich mag Bobby und Toff nicht. Zu viele Katzen. Was? Wie kann man denn was gegen Katzen haben? Du Kulturbanause. Banause. Oh, wirklich. Wie kann man denn was gegen Katzen haben? Katzen sind doch süß. Arschloch. Mag ihn nicht. Eine Hornbrille. Oh ja. Geil. Die hat mir noch gefehlt. Du hast einfach was gegen Katzen, spinnt ihr? Na egal, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Katze! Ist irgendwo eine Katze? Ich hab dich doch genau gehört. Da! Deine Ecke. Hallo! Ja. Süß! So süß. Ah, ich als Katzen, na, da geht mir einfach das Herz auf. So. Jetzt hau ich hier noch ein bisschen auf den Klotz. Zack. So. Freundchen. Kann ich hier wieder Blümchen pflanzen. Das ist sogar eine Aufgabe, Bäume zu pflanzen. Also ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Man kriegt aber nicht immer Bäumchen davon. Wie Floyd sagen würde, Bäumchen ist ein Träumchen. Nein.
Und ein Stock. Na, was haben wir da? Oh, den kennen wir doch. Oh. Hey! Hab gehört, du bist nach Fairmont gekommen. Ah. Freut mich, dass es dir gut geht. Nach allem, was passiert ist. Ich wollte mal Hallo sagen. Aber ich musste für Marina Material für die Reparatur des Docks sammeln. Sie geht, das bin ich ihr schuldig. Sie sagt, das bin ich ihr schuldig, nachdem mein Boot das Dock ruiniert hat. Nun, kannst du etwas über den Rest der Mannschaft herausfinden, während ich hier Marina helfe? Na klar. Sehen wir den Jip. Tack und Luff finden, okay. Münze aus dem Alpkönigreich. Okay. Tierhaut. Okay. Oh, die Musik. Der dritte Tag schon. Das erste Jahr. Gibt es eine Begrenzung? Eine Spielweltbegrenzung oder eine Spielzeitbegrenzung vielleicht? Hm, na, gucken wir mal. Jetzt kann ich mal in die Stadt zurückgehen. Kartoffelsamen. Auch nicht schlecht. Finden wir noch mehr Katzen. Katzen suchen ist der größte Spaß. Ohne Unterlassung. Einfach das Tollste auf der Welt. Katzen. Habe ich eigentlich Fallschaden? Weiß ich gar nicht. Hm. Kann ich wieder Futter abschneiden. Futter schneiden. Ganz viel Futter schneiden. Kann ich doch bestimmt gebrauchen, das Futter. Also wenn es Futter gibt, dann muss es ja wirklich so eine Art Farmleben geben. Na, aber ich weiß ja, dass es so eine Art Harvest Moon ist. Weiß ich ja noch. Behalten wir erstmal das Futter. So, und dann haben wir hier die Dinger kaputt. Ist aber nichts drin. Schade. Schade, sprach die Maden. Sprach die Made. Mal wieder ein paar Steinchen einsammeln. Ist ja wie ein Steinchenkröll hier. Was haben wir denn hier? Nichts. Nichts Interessantes. Was ist das denn? Ach so, ein Stein. Ein Fuchsi. Süß. Grasfuchs. Echt süß. Okay. Was müssen wir als nächstes... Oh, jetzt regnet es. Geil. Repariere den Hof, suche Hilfe in Vermont. Erstmal Hilfe in Vermont suchen. Welche Lüsenis müssen wir denn entfernen? Aber repariere den Hof ist doch dasselbe, oder nicht? Nee. Okay, dann entfernen wir mal eben die Lüsenis. Müsste ja hier irgendwo sein. Was ist das denn? Geokarte. Andere Spieler Schatz platziert? Moamuairei. Kräutersamen. Okay. Beseitige Düsternis. Ja. Dumm. Laser. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Hallo, bist du denn? Buschel. Mhm. Oh, hallo, ich bin Buschel. Mini hat mich geschickt, um dir zu helfen. Ah. Ich bin Spitze im Reparieren und weiß auch einiges über die Landwirtschaft. Nachdem du die Düsternis beseitigt hast, sollten wir den Hof auf Vordermann bringen. Repariere den Hof. Okay.
Gratuliere, du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof. Damit kannst du eine Menge machen. Hier hast du einige Gegenstände für den Hof. Platziere als erstes ein Tiergehege, groß. Benutze das große Bauernhofbuch auf deinem Hof und platziere das Tiergehege, wo du willst. Okay. Bauernhofbuch? Was ist denn das? Da ist auf jeden Fall noch ein... Hallo. Hey du, ich hatte es hier total gemütlich. Und dann kommst du daher und ruinierst alles. Was soll ich noch in diesem Schweinestall? Lass uns gehen, Jungchen. Okay. Aber nicht sehr nett. Aha, das Buch bestimmt. Okay. Mein Tiergehege will ich hier hin haben. Kann ich denn das drehen? Ah, so. Ah, das ist doch gut. Tiergehege kommt hier. Obwohl, Moment. Verschieben. Das kommt, wenn dann hier direkt ran. So. Dann kommt hier noch ein Wassertrog. Wassertrog? Ich will hier einen Wassertrog hin haben. So, Wassertrog. Also eine Tränke. So. Und dann kommt hier das Futter. Der Futterspender. Futtertrog. Wunderbar. So. Da. Perfekt. Hier in der Ecke kann ein Hain. Gartenbeet Hain. Hier kann der Hain hin. Sieht schon ganz schick aus. So. Und das Gartenbeet kommt dahin. Hier ist so die Pflanzenfeld sozusagen. Kann ich das Gartenbeet hier hinpacken. So. Jetzt sollte ich das Ding noch drehen. Bringt ja sonst nicht viel. Sieht man ja gar nicht. Das Gartenbeet brauche ich immer nicht drehen. So, was gibt's noch? Tiergehege klein, Futterdruck. Ah, es gibt zwei Tiergehege, dann kommen die natürlich nebeneinander, ist doch wohl logisch. Was sieht das sonst aus? Also, hier kommt das nächste Futter-Tiergehege hin, dann kommt hier der nächste Wasserspender. Und ein Futtertrog noch. Ein Futtertrog. Ja, hier noch ein Futtertrog. Sehr schön. So, zurück. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Kann ich das irgendwie auffüllen oder sowas? Ne, gerade nicht. Okay, aber ich kann hier Sachen anpflanzen. Das war Kräutersamen. So, hier. Und diese Samen. Und diese Samen, die habe ich ja nicht umsonst. Und Kartoffeln. Und geheimnisvolle Samen. Die kann ich irgendwie nicht anpflanzen. Warum auch immer. Egal. Macht nichts. Ah. Gut gemacht. Wo du nun ein Tiergehege groß hast, kannst du große Tiere adoptieren. Ah. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist, und ich zeige dir, wie das geht. Platziere ein großes Tiergehege. Aufgabe abgeschlossen. Alles klar. Kuffels sind die besten. Das sind diese großen braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Sie sind nicht nur groß und flauschig, wenn wir sie zähmen, geben sie uns Groffelmilch. Mm. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere einen Groffel mit Keliumsamen. Und es wird dir eine Zeit lang folgen. Hier, ich zeige dir, wie man Keliumsamen herstellt. Jetzt hol uns ein großes, flauschiges Groffel. Okay. Wie stelle ich denn das her? Ehrlich gesagt, der zeigt mir, wie man das herstellt. Ah, hier, Keliumsamen. Steine und Keliumsblumen. Okay. Stellen wir mal ein bisschen her. Sehr schön, jetzt haben wir Keliumsamen. Kann ich diesen Geokachin-Ding-Bums auch öffnen? Ich meine, das ist ja ein Geschenk für mich gewesen.
Kann ich mal anscheinend nicht öffnen. Komisch. Vielleicht muss ich selber eins platzieren. Finden kann und anders platzieren. Was lege ich denn da rein? Nur hier die rote Haarfarbe. So. Tediumsblumen. Ich hab doch... Ah, da. Tediumszahn. Ich will das gar nicht verschieben. Ich will das ausrüsten. Wie kann ich denn Sachen ausrüsten? Oder sind die... Die sind wahrscheinlich dann automatisch das Größte, ne? Das wird wahrscheinlich so sein. Oh! Nimm ich doch gerne mit. Ton! Nicht schlecht. So. Da unten sind Groffels. Ja, Tacke! Ah, das passiert also, wenn man springt. Das ist ein schönes Groffel. Hallo. Na, mein Kleiner? Hier. Jetzt komm schön mit. Sein artiges Groffel und kommt mit. Das dauert ja ewig. Schön mitkommen, Kleiner. Genau, schön mir folgen. Du sollst mir folgen. Komm mit. Komm mit. Ja, fein. Schön weiterfolgen. Ich habe, glaube ich, nicht das intelligenteste Exemplar, kann das sein? Wie der läuft. Habe ich einen Betrunkenen? Hat er vorher gesoffen oder was? Ich bin schon unterwegs. Ich hätte doch die vor der Wiese nehmen sollen. Hallo, hier. Alle Goffel sind schwer. Na komm. Hast es gleich geschafft. Kannst du wieder weitersaufen. Fülle ich dir deine Tränke sogar auf. Du weitersaufen kannst. Na komm. Da rein. Jawohl. Wow, das ist mal ein flauschiges Groffel. Jetzt können wir Groffelmilch produzieren. Also schau immer mal wieder vorbei und hole unsere Produkte ab. Ich kümmere mich um die Tiere, die du adoptierst. Aber du solltest die Tiere auch mit Futter und Wasser versorgen, damit sie glücklich sind. Denk daran, wenn du deinen Hof weiter ausbauen willst, brauchst du einen Schreiner. Ah, okay. Aber hier ist doch Futter und alles drin. Platziere einen Geokarche und lege rein. Tun. So, Meister Löw müssen wir noch sprechen. Oder Lof. Zurück zu Fairmont. Was haben wir denn hier? Was brauche ich denn dafür? Was ist das denn? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Oh ja. Das sehe ich auch so. Sehr schön. Brückenbauer Severius. Brückenbauer, können wir das schaffen? Brücken baut er. Ja, das kann er schaffen. So. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier? Da muss ja irgendwas Tolles sein. Ich bin gespannt. Was ist das denn? Na toll. Ah, eine Schatzkiste. Drei alte stinkende Münzen.
sich das mal nicht gelohnt hat. Wollen wir mal zurück nach Fairmont. Hey, wollte die Blume einsammeln. Schließlich eine Keliumsblume. Brauche ich noch. Hallo. Gut gemacht. Ich hoffe, du fühlst dich hier nun mehr zu Hause. Tritt ein, ruh dich aus. Morgen solltest du mehr von Gemäher erkunden. Vielleicht hörst du sogar etwas von deinen vermissten Schiffskameraden. So sieht man sich wieder, Geisterserie. Freut mich, dass du Mitglieder meiner Familie gefunden hast. Sie und dein Himmelskompass können dich an den Ursprung führen. Den Ursprung der Düsternis und vielleicht auch der von dir. Ah, okay. Interessante Erkenntnisse. Suche Hilfe in Fairmont. Aufgabe abgeschlossen. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Frohes Schaffen, frohes Sein. Bis zum nächsten Mal rein. Euer Savaris. Bye bye. Abo. And up.